herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte euch heute mal mein Agroforst-System vorstellen, was ich 2021 gepflanzt habe. Und zwar ist das jetzt genau, also wir haben jetzt Juni 23, ja, 2 Jahre, ein paar Monate. Ja? Könnt ihr selber ausrechnen. Und zwar möchte ich mal zu den Hintergrund was sagen. Hier neben mir ist quasi die Hühnerstall-Autobahn. Das heißt, wir haben 2 Hühnermobile gehabt mit 2000 Hühnern und die Bäume waren ursprünglich dafür gepflanzt, dass sich die Hühner in der Fläche verteilen. Und das hat damit zu tun, ne? Ihr seht hier selber hinter mir ist Schatten und Hühner sind halt Waldrandtiere und das hat auch wunderbar funktioniert. Die sind dann quasi aus dem Stall rausgelaufen immer, ja, und dann zack unter die Bäume und dann die Reihen entlang. Und das sehen wir gleich auch hinten noch. Die ersten 100 Meter haben die Hühner die Bäume fast immer komplett unkrautfrei gehalten oder bei krautfrei, also dass die Bäume quasi keine Konkurrenz hatten. Und dann konnten die natürlich richtig schön Gas geben. Dann sind die, deswegen sind hier diese Pappeln, die sind ja im Schnitt 2 Meter höher als die anderen. Wir gucken uns das System mal ein bisschen näher an, weil ich habe es nicht nur für Hühner gepflanzt, sondern auch für, ich habe halt hier experimentiert mit verschiedenen Reihenabständen. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein. So. Hier ist eine Fläche, die haben wir jetzt 13 Meter zwischen den Reihen, also geplant war quasi immer so eine Saumzone von mindestens 1 Meter. Und hier sollen halt Ackerkulturen stehen. Hier steht jetzt auch zum Beispiel Gerste dazwischen, die ist jetzt... Das ganze System ist auf einer Fläche, also wo wir hier auch stehen, hier ist so ein komplett nasser Rücken. Und deswegen haben wir ja auch die Pappeln gepflanzt, weil man die Fläche also nicht gut nutzen kann. Ne? Also hier, wir haben jetzt 2023, Mitte Juni. Und bis vor 6 Wochen konntest du diese Fläche überhaupt nicht befahren. Also die beste Variante wäre jetzt hier gewesen, ich hätte vielleicht Anfang Mai eine Flächenrotte gemacht und hier eine Soja reingetan. Hirse. Hirse hätte ich gerne da reingetan. Aber hier haben wir jetzt einfach eine späte Gerste gemacht und die wird man, ich sag mal, Anfang Oktober auch noch dreschen können. Das funktioniert, aber ist halt nur eine Kompromisslösung. Und das hat wirklich damit zu tun, weil wir hier komplett absaufen würden, weil das einfach so eine nasse Fläche ist. Das war jetzt hier ist ein breiterer Abstand mit 12 Meter und die meisten habe ich halt mit nur einer Arbeitsbreite gemacht. Ich habe immer verschiedene Kulturen ausprobiert und ja, hat auch ganz gut geklappt. Also die Bäume habe ich noch gar nicht gesagt, die haben 1 Meter Abstand in der Reihe. Das hat den Hintergrund, die sollen halt möglichst Platz haben, Schutz vom Habicht bieten, den Hühnern. Dafür waren sie ja hauptsächlich gepflanzt. Und ich wollte aber die Freiheit haben, auch verschiedene Sachen auszuprobieren. Und hier haben wir zum Beispiel eine Sache gemacht. Wir haben jetzt die Bäume hier einfach mit gemulcht, mit verschiedenen Materialien. Und zwar sehen wir jetzt hier, das sieht erstmal aus wie Hackschnitzel, jede Menge. Aber hier seht ihr jetzt schon direkt Pilzwachstum. Also hier ist richtig divers, hier ist schon weiß. Der Hintergrund von diesem Mulch ist halt, die Bäume mit Nährstoffen zu versorgen und halt auch, dass sie keine Konkurrenz haben. Ja? Und man könnte jetzt zum Beispiel auch noch weitergehen, das haben wir jetzt dieses Jahr nicht mehr gemacht. Hier in diesen Mulch könnte ich jetzt zum Beispiel Gemüse pflanzen, ja, also Kürbisse, was weiß ich. Oder auch ja, andere Bäume, also um das System diverser zu machen. Weil mein Wissensstand von 2020, der ist jetzt nicht mehr der von 2023. Ich würde das System heute ein bisschen diverser machen, aber dazu kommt ein separates Video. Ich würde sagen, direkt mal Kanal abonnieren, damit ihr es nicht verpasst. So, hier sind wir jetzt in einem Streifen, hier habe ich jetzt quasi nichts gemacht und auch die letzten Jahre nichts gemacht. Und jetzt sieht man halt hier wirklich, die Bäume sind ein bisschen kleiner als 3 Reihen weiter. Jetzt blenden wir euch ein Drohnenbild ein, da sieht man es besser. Aber hier ist halt wirklich, jetzt hier ist immer Bewuchs gewesen und ist aber auch nicht schlimm, weil hier haben wir natürlich jetzt, die Bäume haben ein bisschen gelitten, ne? Also für die Bäume war es jetzt von Nachteil, aber für die Biodiversität ist es natürlich großartig, weil wir hier ganz viele verschiedene Tiere haben. Ne? Also hier in den, also ich habe persönlich schon hier jede Menge Marienkäfer gefunden, dann Ameisen, Blattläuse, dann Pappelblattkäfer, Käferlarven und noch genau Wildbienen, Wespen, Hornissen. Also ich habe schon über 20 Arten hier gefunden und es gibt natürlich noch viel mehr. Genau, wichtig ist zu wissen, mit den Insekten kommen natürlich auch die Vögel. Also hier ist auch ganz gut was los morgens. Die schwirren hier durch die Gegend und wir werden quasi jeden Morgen ab 5 Uhr von Vögeln geweckt. Hier seht ihr nochmal schön gerade, hier ist halt super schattig. Ne? Die Hühner haben es geliebt und ich sag mal, für uns ist das auch cool. Ich meine, letztes Jahr hatten wir richtig heiße Tage und wir sind gerade wieder in einer sehr langen Trockenphase. Die Bäume kühlen einfach die Landschaft und es ist halt super einfach,
so Pappelstreifen zu pflanzen. Die Bäume erzeugen einfach Mikroklima und das ist halt super wertvoll. Weil wenn jetzt mal man sich das Ganze mal vorstellt in Brandenburg, gigantisch große Flächen, ja, und dann nicht, ich würde da den Agroforst nicht so eng machen, aber ich sag mal so alle 12, 20, vielleicht auch alle 30 Meter, aber mein Baumstreifen, der den Wind fängt, ja, und Schatten spendet, ist super wichtig, weil die haben auch ja, viel sandigere Böden, ne? Also da ist Erosion noch ein viel größeres Thema als hier. Und ich würde jetzt mal sagen, guckt euch jetzt mal den Bestand an, wie weit der ist. Und dann gehen wir jetzt mal außerhalb vom System raus, wo wir kein Mikroklima haben. Und wir machen jetzt extra keinen Schnitt. Ja? Wir gehen jetzt in einem durch, damit ihr nicht sagt, ich hätte hier gefaked. Ne? Ja, durch. Du hast ja überall Disteln und ich habe nur eine Leggings an. Hier, auch schön, ne? Auch richtig schön. Und jetzt gehen wir aus dem System raus. Ich habe jetzt keinen Zollstock mit, aber ich würde sagen, mindestens mal einen Zentimeter kleiner. Ne? Und am selben Tag, ne? Am selben Tag gesät. Und ich finde, das ist halt mega cool. Hier sieht man den Kühleffekt, weil hier sieht man halt, von da kann der Wind noch richtig anpacken. Und hier bremst halt schon die Pappelreihe mit dem Grün, bremst halt schon den Wind. Und hier hinter mir ist, also vor mir ist quasi die Hauptwindrichtung. Und jetzt wäre es natürlich noch viel cooler, wenn wir jetzt hier, also mir gegenüber noch eine schöne Hecke hätten, ich sag mal so 6 Meter breit, schön mit einem Heckensaum und die quasi den Wind bremst. Ne? Also man könnte das System auch noch optimieren, aber nächstes Video, wir gehen weiter. Ist noch was viel Schöneres. Okay, müssen wir uns ein bisschen buddeln. Hier ist er. Hier ist quasi Rindermist mit Pferdemist gemischt. Einmal durch den Kuhstall, einfach so als ein bisschen als Unterstützung für die Bäume. Und natürlich lebt es da auch drin. Ne? Also wenn ich jetzt da buddel, sind jede Menge Regenwürmer. Hier würden sich zum Beispiel auch, ja, könnten sich zum Beispiel Maikäfer ansiedeln und so. Und das sehen wir gleich in einem anderen Bild, weil wir haben nämlich hier auch Eicheln drin. Am nächsten Mulchspot und hier habe ich quasi was anderes genommen und das ist total interessant, was da passiert ist. Ich habe hier, das ist quasi komplett strohiger Pferdemist. Der hat einfach den Vorteil, der verrottet langsamer, ja, bleibt länger liegen und der ist halt ganz frisch und erhitzt sich noch. Ja. Und dann habe ich hier, da waren ein paar Eicheln anscheinend drin, die haben sich hier ausgesamt, fand ich total cool. Jetzt muss man mal gucken, ob das... Die sind jetzt natürlich super schnell gekeimt. Also die stehen jetzt hier seit 6 Wochen, liegt der Mist hier, ob das nicht zu schnell ist, ob die das überhaupt abkönnen, weil Eichen ja so normalerweise sehr langsam wachsen. Aber wir beobachten das. Und natürlich gilt beim Pferdemist auch, ne, schützt die Bäume und man könnte jetzt hier noch Kürbisse oder sonst was reinpflanzen. Da sind noch ein paar Eichen. So, hier haben wir 2 Sachen. Und zwar hier hat hier ein netter Mensch unseren Hühnerstall gekauft und trotz Bitte die Pappeln gefällt. Und wir haben die einfach wieder eingepflanzt und die wachsen sofort wieder an, weil Pappeln schlagen ja aus der Rinde wieder aus. Und hier ist jetzt was richtig Cooles. Das ist jetzt quasi der Wurzelstock. Der wurde im Februar gekappt und der ist jetzt halt wieder ausgewachsen. Ne? Also richtig... Okay, auf der anderen Seite. Hier. Hier seht ihr den Wurzelstock, der ist quasi im Februar geschnitten und jetzt sind hier, gucken wir mal, da sind 2 große Triebe rausgewachsen. Das ist halt das Coole an den Pappeln. Man könnte jetzt hier ganz viele verschiedene Erntemethoden machen. Man könnte zum Beispiel sagen, wir machen Kurzumtrieb, dafür ist aber der Abstand eigentlich zu weit. Also Kurzumtrieb hieße, dass man die nach 3 Jahren erntet. Dann könnte man mittleren Umtrieb machen, so nach 7 bis 9 Jahren. Und dann mit 7 bis 9 Jahren haben die halt schon so eine Dicke. Weil Pappeln so super schnell wachsen, ist halt richtig cool. Und die binden natürlich auch CO2, können die Nährstoffe aus tieferen Bodenschichten mobilisieren. Weil wir sind ja hier mit der Ackerkultur relativ nah an den Bäumen. Hier.
hier sind wir relativ nah an den Bäumen und lockern quasi mit dem Untergrundlockerer regelmäßig den Boden. Und dadurch verletzen wir die Pappelwurzeln und die gehen quasi in tiefere Schichten und sind dann quasi wie so ein Nährstofffahrstuhl, weil die quasi dann, die gehen dann quasi runter in den Boden und verzweigen sich nach unter der Kultur. Ich finde das total cool, wie krass die dann hier wachsen wieder. So, wir gehen mal weiter. Ich zeige jetzt mal meine größten Pappeln. Sind das die hier? Und die sind, also Stand vor 4 Wochen, 11 Meter hoch. Und die habe ich jetzt hier aufgeastet. Ja, also ich habe dann quasi die Äste entfernt. Und hier könnte man dann quasi Langumtrieb machen. Das heißt so 40, 50, 60 oder 70 Jahre. Dann würde man nach und nach ein paar rausnehmen. Und die sind dann ja, für die nächste Generation im Prinzip. Und die sind so gut gewachsen hier, weil die Hühner hier unterstützt haben. Die haben die quasi bis vor ein paar Monaten unkrautfrei gehalten, also beikrautfrei. Und ihr hört schon quaken. Hier ist quasi ein Tümpel nebenan. Also hier ist quasi die feuchteste Stelle auf der ganzen Fläche. Ich guck mal, ob ich es schaffe, euch eine Karte einzublenden. Ich bin noch nicht so der Cuttermeister. Genau, das waren die größten, aber wir gehen jetzt mal direkt weiter. Ich habe noch ein cooles Ding für euch. 2, hier, wir sind schon beim nächsten. Und zwar habe ich hier, ist der Baum verletzt. Und das ist so cool, wenn man jetzt mal an Biodiversität denkt, ne? Weil hier haben nämlich Wildbienen genistet. Seht ihr das? Da sind so Löcher. Da ist auch noch was. Genau, und da ist jemand, hat sich gehäutet. Ich bin jetzt natürlich kein Wildbienenexperte, aber das ist halt richtig cool. Jetzt haben wir am lebenden Baum Totholz und das ist halt mega. Einfach cool. Sieht man das? Ich glaube ja. Ja. So, hier ist mein Special Baum 2 und ihr wisst ja, ich bin ja auch verrückt und das sind ja ich mag immer die kaputten Bäume. Und der hier hat eine richtige Geschichte, weil der ist mich 2-mal gebrochen. Hier einmal ausgebrochen und hier oben auch. Und hier ist halt wieder richtig cool, hier ist halt wieder an beiden Stellen ist halt wieder Totholz. Und der ist halt extra nicht aufgeastet, weil er halt sich nicht als Langzeitstamm eignet, aber ist halt richtig schick. Genau, ich liebe Bäume mit Geschichte. Da kommt dann unsere Verbindung, ne? Da kommt dann raus, dass du eine Historikerin geheiratet hast. Diesen hier finde ich wunderschön. Den hier? Mhm. Ja, genau. Ja, die Miri sagte gerade, der Baum hier ist wunderschön und das hat damit zu tun, das ist nämlich der einzige Baum, den ich nicht aufgeastet habe. Also natürlich sind natürlich gewachsene Bäume viel schöner. Die können ihr Potenzial entfalten, das stimmt. Zum Beispiel diesen Kandidaten hier habe ich aufgeastet, ne? Dass der halt einen schönen geraden Stamm hat. Und den hier habe ich einfach mal nichts gemacht. Ne? Aber ihr seht schon, wenn man nichts tut, ist der Baum wunderschön. Also wenn ich jetzt so einen Baum so lasse, dann muss ich halt mindestens einen 3 Meter Saumstreifen haben, dass er sich entfalten kann. Weil der geht natürlich jetzt noch in den nächsten 2 Jahren weiter raus. Ich sag mal, wenn man so einen großen Acker hat und dann mal einen 6 oder 7 Meter Streifen in der Mitte, der dann quasi, ich sag mal, mit einem Blühstreifen, da hat natürlich auch keiner was gegen. Also die Insekten am wenigsten. So, ich würde sagen... Dann schließt du wieder die... Wie hat der... Sag nochmal, sag nochmal. Benecke das gesagt? Dann schließt du wieder die biologischen Kreise. Genau, wir müssen die biologischen Kreise schließen. Also man nennt das auch Biotopvernetzung. Also quasi, dass wir über... Genau. Biotopvernetzung, ne? Mhm. Dass du quasi, du musst halt immer für Insekten und so Korridore haben, wo die sich bewegen können, auch für andere Wildtiere. Genau, und jetzt gehen wir mal, jetzt zeige ich euch ein paar andere Schnitttechniken. Wir gehen mal rüber. So, und hier sehen wir wieder, hier war der zweite Hühnerstall. Und hier war dann quasi der Fahrkorridor. Und da war noch für die Hühner gedacht, dass sie da reingehen. Und da hinten ist noch mal ein Pappelsystem. Wie krass ist dieser Baum noch lebt, ne? Genau, hier sehen wir mal wieder, wie resilient Bäume sind. Ich habe hier einen... Also ihr erinnert euch an das Totholz von eben mit Wildbienen und so. Das hier ist jetzt auch
Ja, ich habe ihn ein bisschen mitgenommen. Das kann passieren. Jetzt ist aber so, der hat hier noch über die Rinde, kriegt er noch Nährstoffe. Das heißt, er könnte theoretisch überleben, ne? Aber steht dann halt schief. Steht dann halt schief, ne? Natürlich wird so ein Baum früher sterben als ein total gesunder Baum. Aber ich sag mal, in einem Biotop oder wo man jetzt, wenn ich jetzt hier bei, wir haben jetzt 2000 Pappeln. Ich sag mal, wenn davon jetzt 100 sterben, die würde ich auch nicht rausnehmen, die würde ich einfach stehen lassen. Ne? Weil ihr habt ja eben gesehen, wie krass das ist, dass schon bei so einer dünnen Pappel dann einfach Wildtiere drin leben. Und das ist so toll und vor allem, es tut ja kein weh, wenn ein toter Baum irgendwo steht. Ne? Und dann siehst du nämlich Verwunderung bei dem dahinter, haben wir bestimmt auch gedacht, dass er nicht mehr lebt, ne? Genau, den hier habe ich im Winter zurückgeschnitten, weil der war abgebrochen. Und ihr seht, krass. Er will leben. Guck dir mal an, wie viele Ameisen da mit Blattläusen leben. Ja, genau, hier sehen wir die Biodiversität, die Ameisen hier, die... eine Blattlausflamme eröffnet. Genau, gestern haben wir hier im System, ich weiß jetzt leider nicht mehr wo, haben wir einen Ameisenhaufen entdeckt. Also hat meine Tochter aufgemacht und dann quasi riesige Mengen Ameisen. Genau, also man kann hier fast an keiner Pappe vorbeigehen, ohne Ameisen zu finden. Das ist natürlich super cool. Wieso hängen die? Die Pappeln habe ich aufgeastet. Und hier sieht man, dass die waren zu dünn. Ja, also es ist mir einfach ein Fehler passiert. Das heißt, die Blätter sind zu schwer. Ja, also die haben so große Blätter, dass sie quasi jetzt schief hängen. Zieht euch das mal rein, ey. Halt mal vor dein Gesicht. Übel, oder? Krass, ne? Sind die giftig? Die Frage ist, ob du die nicht verwenden kannst, um Schafskäse für den Grill einzuwickeln. Bitter sind sie. Aber, Was heißt, die giftig sind? Du machst ja vom Schafskäse wieder ab. So, was ich, guck mal hier. Das ist eine Rubinie. Genau, das soll mir auch so sein. Ich habe noch Pappel im Mund. Genau, Rubinie. Habe ich leider nur, ich glaube, 10 Stück im System. Würde ich heute anders machen. Also wir haben hier quasi 100% Pappel gepflanzt. Ich verweise nochmal auf das nächste Video, was dazu kommt, wie wir es heute besser machen könnten oder was wir an dem System optimieren könnten. Weil jetzt habe ich ja keine Hühner mehr. Jetzt würde ich es natürlich ein bisschen verändern und auch mir mehr Diversität reinholen. Aber hier haben wir jetzt eine Rubinie und die ist ganz cool. Die kann nämlich, die lebt in Symbiose mit Knöllchenbakterien und Knöllchenbakterien können Luftstickstoff sammeln. Das heißt, die kann quasi über ihre Blätter Stickstoff in den Boden pumpen. Und Stickstoff ist nichts anderes als ein Pflanzenbaustein. Das heißt, die kann quasi jetzt hier andere Bäume mitversorgen, weil die Bäume sind ja alle untereinander vernetzt über Mykorrhiza, ja, also über Bodenpilze. Und wir machen ja auch hier regenerative Landwirtschaft, das heißt, hier ist auch Pilzwachstum vorhanden, weil wir quasi den Boden nicht tief lockern, sondern nur ganz flach bearbeiten. Und ja, also... Ernährt die damit nicht die Pappeln? Genau, die ernährt damit die Pappeln. Genau, jetzt zeige ich, also hier sind jetzt die verschiedenen Schnitttechniken nochmal gut zu sehen. Hier ist halt quasi aufgeastet worden, ne? Auch wieder für längeren Stand. Und wir gehen mal 2 Reihen weiter, das ist nämlich richtig schön. Und zwar sind das hier nämlich sogenannte Schneitelbäume. Und Schneitelwirtschaft gab es früher, also als die Bauern nur 1 bis 2 Kühe hatten. Da haben die quasi auch noch Laub gefüttert im Winter. Und der Hintergrund ist, man könnte dann quasi einfach ganz locker flockig ernten. Und ich habe das unseren Kühen schon gegeben, also fressen es ziemlich gerne. Und das Krasse finde ich halt hier, die sind halt einfach anders geschnitten. Die hohen Bäume habe ich quasi ja alle Äste abgemacht, rundherum. Und hier habe ich quasi, also oben gekappt, die Spitze ist gekappt. Und dann quasi so, ja, ich sag mal so geschnitten, wie so ein Weihnachtsbaum. Also das sah ziemlich schäbig aus. Aber jetzt, ich sag mal, mit Laub dran, ist richtig cool. Und ich habe jetzt die ersten Bäume mal abgeerntet und dann gucken wir mal, wie sie sich so entwickeln, ne? Also ich weiß auf jeden Fall, dass die unterm Dach schon mal getrocknet wurden, die Blätter, das Futterlaub. Und man braucht halt 1 Tonne Futterlaub pro Kuh, um die im Winter zu bringen.
Hier sieht man jetzt Schneitelbäume, die habe ich schon beerntet. Ich habe jetzt natürlich nicht die komplette Blattmasse runtergenommen. Ich hatte auch keine Schere oder so dabei. Ich habe quasi nur runtergerupft, was einfach runterging. Und ja, jetzt können die sich wieder erholen. Ich reiße jetzt natürlich ordentliche Wunden hier rein. Ne? Also das sieht man hier. Aber in der Natur gibt es ja auch keinen, also keinen Schnitt. Wir schneiden ja an Bäumen viel mit Sägen rum, auch beim Obstbaumschnitt oder mit. Wir sägen ja entweder oder schneiden mit einer Schere. Und in der Natur gibt es ja keine glatten Schnitte. Und ich habe mal einen Obstbaumschnittkurs gemacht und da sagte mir der Vortragende quasi, dass diese Risswunden besser verheilen, weil die ja natürlich sind. Genau, das ist genau wie bei meiner Frau, die unsere Hebamme hat quasi gesagt, bei der Geburt, gerissen ist besser als geschnitten. Heilt auch besser. Heilt besser. So, jetzt stehen wir hier, ich habe wieder einen Versuch gemacht, ne, wie so oft. Und zwar hier links, Pappeln unbehandelt. Also die sind nicht geschnitten, die sind einfach natürlich gewachsen, wie sie gewachsen sind. Und finde ich auch ein ganz schönes Bild. Und hier sind halt quasi die Schneitelpappeln, die ich halt quasi, die sind unten aufgeastet und oben als Krone zurückgeschnitten. Aber ich finde beides sehr schön.